Endlich machen wir einen Urlaub. Du hattest in letzter Zeit so viel Stress. Den Urlaub hast du dir verdient, Lisa. Den Urlaub hast du dir verdient, Lisa. Nächster, bitte. Wie ist Ihr Name? Wir sind Familie Peters. Wie ich sehe, fliegen Sie auf die Malediven. Dort soll es sehr schön sein. Hier sind Ihre Tickets. Guten Flug. Hier sind Ihre Tickets. Guten Flug. Ich bin jetzt schon total aufgeregt. Warum bist du aufgeregt? Freust du dich nicht auf die Malediven? Was ist, wenn das Flugzeug abstürzt? Was ist, wenn das Flugzeug abstürzt? Das ist total unwahrscheinlich. Das passiert fast nie. Das sagst du so einfach. Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Mach dir keine Sorgen. Uns passiert schon nichts. Uns passiert schon nichts. Oh mein Gott, wir stürzen ab. Ich muss das Flugzeug irgendwie stabilisieren. Oh nein, das Flugzeug stürzt wirklich ab. Ich wusste, dass das passiert. Was sollen wir jetzt tun? Schnall dich an und halte dich gut fest. Schnall dich an und halte dich gut fest. Ah! Wo sind wir? Wir sind irgendwo im Atlantischen Ozean. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie Land finden. Wir müssen irgendwie Land finden. Das ist unsere einzige Chance. Wie sollen wir das tun? Wir müssen schwimmen. Folgt mir. Wir müssen schwimmen. Folgt mir. Ich glaube, da vorne ist etwas. Was ist das hier? Ich glaube, wir sind auf einer einsamen Insel. Wie sollen wir hier überleben? Das müssen wir uns überlegen. Wir müssen als erstes Essen und Wasser finden. Wir müssen als erstes Essen und Wasser finden. Ansonsten überleben wir nicht lang. Mama und ich werden Essen suchen. Ihr müsst irgendwie Wasser finden. Okay, das schaffen wir. Hast du etwas, Schatz? Nein, noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier wirklich Fische gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier wirklich Fische gibt. Wir müssen es weiter versuchen. Ansonsten haben wir kein Essen. Oh, ich glaube, ich habe einen Fisch an der Angel. Ich habe es geschafft. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich bin Helmut. Freut mich, dich kennenzulernen, Helmut. Mein Name ist Lisa. Wie sollen wir denn hier Wasser finden? Wie sollen wir denn hier Wasser finden?
Schau mal, da vorne ist eine Palme. Vielleicht finden wir da Kokosnüsse. Du hattest recht. Die Kokosnüsse sollten wir mitnehmen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Wasser. Wie sieht es aus? Habt ihr etwas gefunden? Ja, wir haben ein paar Kokosnüsse mitgebracht. Sehr gut. Wir haben ein paar Fische gefangen. Wir sollten etwas essen und ein Feuer machen. Wir sollten etwas essen und ein Feuer machen. Bald wird es dunkel. Am besten, wir essen nicht gleich alles, damit wir morgen noch etwas übrig haben. Das ist eine gute Idee. Es wird langsam dunkel. Nach dem Essen müssen wir schlafen. Wir müssen uns erholen. Wir brauchen morgen viel Energie. Wir müssen einen Weg finden, nach Hause zu kommen. Wir müssen einen Weg finden, nach Hause zu kommen. Ich wusste, dass Fliegen eine schlechte Idee ist. Ein paar Stunden später. Na, was haben wir denn hier? Da sind frische Fische und Kokosnüsse. Das haben die Neulinge gut gemacht. Ich nehme trotzdem alles mit. Ich nehme trotzdem alles mit. Jetzt kann ich verschwinden. Hey, was machst du da? Das sind unsere Sachen. Es tut mir leid, ich wollte nichts klauen. Ich habe Hunger. Ich habe schon seit Tagen nichts gegessen. Wer bist du? Ich muss hier weg. Hey, bleib stehen! Bitte, tu mir nicht weh. Sag mir sofort, wer du bist. Mein Name ist Bernhard. Was machst du hier? Hast du uns verfolgt? Nein, ich bin schon seit 2 Jahren hier. Du bist seit 2 Jahren auf dieser Insel? Du bist seit 2 Jahren auf dieser Insel? Ja, ich habe schon ewig keinen Menschen mehr gesehen. Tut mir leid, dass ich dir Angst eingejagt habe. Hier, die Kokosnuss ist für dich. Danke, du bist wirklich nett. Wie bist du hierher gekommen? Ich war vor 2 Jahren angeln, aber mein Schiff ist untergegangen. Und seitdem bist du hier? Ja, genau. Komm mit, ich stelle dir meine Eltern vor. Lisa, wer ist es? Das ist Bernhard. Er ist schon seit 2 Jahren hier. Hä? Bernhard, gibt es einen Weg, wieder nach Deutschland zu kommen? Hä? Bernhard, gibt es einen Weg, wieder nach Deutschland zu kommen? Schön wäre es. Dann wäre ich aber nicht mehr hier. Hast du wirklich schon alles probiert? Ja, ich habe sogar mein eigenes Boot gebaut.
Nichts hat funktioniert. Akzeptiert einfach, dass ihr für immer hier seid. Hast du schon die ganze Insel abgesucht? Nicht ganz. Es gibt hier eine Höhle. Ich war noch nie auf der anderen Seite. Aber die Höhle ist sehr gefährlich. Bitte bring uns dorthin. Das ist die Höhle. Ich war noch nie auf der anderen Seite. Ich hatte immer Angst. Ich hatte immer Angst. Wir müssen es versuchen. Vielleicht ist auf der anderen Seite etwas. Bernhard, wieso warst du noch nie auf der anderen Seite? Ich habe Angst im Dunkeln. Ich wollte nicht allein in eine Höhle. Lass uns auf die andere Seite gehen. Lass uns auf die andere Seite gehen. Ich kann es nicht glauben. Hier ist ein Hotel. Oh Mann, ich habe 2 Jahre auf der anderen Seite verbracht. Lasst uns eine Woche hier bleiben und dann zurückgehen. Gute Idee, das machen wir. Frage an euch. Wer fliegt zum ersten Mal? A. Lisa, B. Bernhard oder C. Helmut? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.